Jetzt wird's spannend. Jetzt wird's spannend. Das ist jetzt mal was ganz aus der Reihe, ne? Aus der Reihe der Booster rein in die in das Feminine. Feminine. Wir haben auch viele weibliche Zuschauer. Lauter Statistik haben wir. Also für die 3% würden wir gerne natürlich auch nochmal Content machen. Schauen wir uns das mal an, was das jetzt ist. Dann würde ich sagen, ich zähle runter. 3, 2, 1. Herzlich willkommen bei den Pulverboys, dem besten Kanal für Gaming Booster im deutschen Internet. Heute haben wir was ganz was anderes. Waterdrop. Du hast das ja bestellt. Ich habe das bestellt. Erzähl mal ein bisschen was dazu. Ich weiß das ja gar nicht genau. Mir wurde da immer nur die Instagram-Werbung schon vorgeschlagen. Ja, ich erzähle auch warum. Also folgendes. Ich sag mal so, wir sind ja in diesem Koffein-Wasser-Mischbereich. Ja. Dort gibt es mehr als jetzt sag mal nur die Gaming-Branche, sondern es gibt auch diese Lifestyle und Healthy, Fitness. And be good and also. Ja. So, diese ganze Schiene. Dieses Produkt ist mehr auch auf den weiblichen Markt fokussiert. Ja. Es gab sehr viele InfluencerInnen, die dieses Produkt schon mal vorgestellt hatten. Aber natürlich wissen wir, wie sowas nun mal ist. Wenn die das vorstellen, heißt das ja jetzt nicht. Die kriegen ja so ein Briefing, wer dafür bezahlt, bla bla bla. Und ich sag mal, es hat ja nicht jeder so ein Standing wie wir. Ja. Ne? Die sagen, wo wir frei unsere Meinung raushauen können. Ne? Arsch lecken, wir sagen, was wir wollen. Deswegen habe ich das bestellt, weil ich aber das Prinzip ganz lustig fand. Weil es mal was anderes ist. Oh, das sieht natürlich auch schön. Wir haben hier schön verpackt aus. Jede Menge, guck mal hier. Drink more water. Stay hydrated, das sehe ich auch immer bei vielen. Ah, hier, trinkt euer Wasser. Da haben ja anscheinend immer viele Leute Probleme mit. Also ich glaube auch nicht nur Frauen oder so, ne? Auch Typen. Das kann ich persönlich immer nicht nachvollziehen, wie man nicht trinken kann. Trinken kann, auch wenn es jetzt nur Wasser ist, ne? So meine 3 Liter Wasser am Dach, ne? Also ich habe das auch sehr selten, dass ich irgendwie vergesse zu trinken. Gibt es auch so Leute, die vergessen zu trinken. Also das würde mir nie einfallen. Ich habe das bestellt, weil ich dachte, da muss man mal ein bisschen mal was probieren. Das kostet ja Spaß. Teuer. Ist nicht billig. Weiß ich nicht. Also ich glaube für das ganze Set 100 noch was. Was? Ja. Es ist nichts. Das Fidschi-Wasser? Das sind aber die Flaschen, waren das teure. Drink mal Water, Drop Plastik. Und jetzt kommt es nämlich, warum ich das gut finde. Jetzt 1 Million zufriedene Kunden. Ja, bla bla bla. Sollen wir so Leute, die sagen, Trustpilot, bla, Scheiße. Das Trinkset kostet jetzt hier 35 Euro. Und da habe ich vielleicht doch nicht so viel gezahlt, ich weiß nicht mehr. Guck mal, genau das Set haben wir noch bestellt. Achso, ne, war gar nicht so teuer. Also, das ist. Das sieht natürlich nicht schlecht aus. Maximal. Ich glaube, vielleicht haben wir nur 80 bezahlt, ich weiß nicht. Oder Toddler-Bottle. Für Kinder. Vielleicht aber weniger bezahlt. Bin mir unsicher, weil man bestellt ja immer so viel Zeug und deswegen. Also, warum ich das gut finde. Und zwar, machen wir auf. Das sieht aus wie eine Whiskyflasche. Ja, schon geil. Ne? Wir haben hier Glasflaschen. So, ich habe noch eine andere in einem anderen Design. Ne? Weiblich und männlich. Alles, was man so braucht. Warum ich das gut finde. Und zwar haben wir hier keine Tubs aus Plastik, 8000 Gramm, sondern wir haben hier so kleine so Dröpkes. Ich mach das mal, weil das sind ja die mit dem Koffein-Push. Das sind hier so kleine Dinger. Das Einzige, was man an Plastik hat, ist das hier. Spart bis zu 98% Plastik. Und das ist das, was ich letztes schon mal gesagt habe, was mich eigentlich immer bei den ganzen Gaming-Booster-Herstellern nervt, dass es nicht irgendwie eine andere Variante gibt. Das heißt, Trolli hat, muss man ja fairerweise sagen, die haben ja keine Plastikverpackung. So, hier haben wir diese kleinen Drops. Und diese kleinen Drops, deswegen Water Drop, kommen in das Wasser. Und da hast du so deinen Geschmack Wasser. Das wird nicht so intensiv sein. Ja, ich wollte es gerade sagen, das wird wahrscheinlich so eine laue Angelegenheit. Aber ich finde das Prinzip trotzdem gar nicht so verkehrt. Komm, wir packen mal aus. Wir haben hier, noch ganz viel so. Hast du denn alles? Sorten bestellt hier. Glow. Dring, weiß nicht. Das ist auf jeden Fall so mit. Zen. Zen. Fokus. Oh, das könnte für uns wichtig sein. Ja, für uns sind diese wichtig. Ja, das sind halt alles. Es ist halt für den Frauenmarkt Design. Hier haben wir zum Beispiel Brombeere, Cola, Nuss, Guarana. Dann haben wir hier einmal. Avocado auch? Avocado mit Ei oder was? Ja. Dann haben wir noch Mango, Guayasa, Guave. Und Porridge. Dann haben wir Kirschblüte, Malve, Ginseng und White Blossom, das ist hinten Weißer Tee, Heidelbeere. Weißer Tee, Heidelbeere. Also das sind alles so, ist schon auf den Frauenmarkt abgezielt. Aber du bist ja unsere, eher die femininere Seite von uns, da darfst du ja auch aussuchen. Genau. was wollen wir probieren? Brombeere, Cola, Nuss, Guarana. Wie gesagt, wir sind nicht gesponsert, wir haben alles selbst gekauft, deswegen schreibe ich auch nicht Werbung hin. Ich werde das auf keinen Fall machen, wenn ich Sachen selber kaufe. Ja. Nur noch mal zur Information, weil dann sehe ich gar nicht ein. Wie gesagt, ich finde
Fehlkonstruktion. Aber es ist schon, es ist ja so ein bisschen Thermo. So, dann gucken wir mal, wie das hier funktioniert. Ich lese mal kurz vor. Mhm. Wenn die Sonne untergeht und es Nacht wird, haben Kolanuss, Aktivkohle und Guarana ihren großen Moment. Sie stürzen sich in den natürlichen Geschmack der Brombeere und lassen das natürliche Koffein auf sich wirken. Gemeinsam mit ihnen tanzt du durch die Stadt, die niemals schläft. Ja klar. So, lass uns mal reingucken. Zucker null. Also es ist alles sugarfree, aber das Koffein ist wenig. Und zwar 80 Milligramm naturelles Koffein. Das ist über Level Up und so haben sie 200 Milligramm, dann brauchst du theoretisch 3 Drops. Ne? Brausewürfel zur Herstellung des Koffeins, Erfrischungsgetränk, Kohlenhydratgetränk. Ist ja kein Tutorial, how to water drop. Zubereitung, ein Würfel in 400 Milliliter kaltes Wasser auflösen. Wie viele Milliliter werden das sein? Also ich denke, das sehr ist schöne Flasche. Muss schon, also wir können ja zwei, ja. Wir machen zwei da. Ja, so ist es. Gucken wir mal, kriegen wir den Eiswürfel da durch? Klar! Super! So, dann machen wir hier langsam. Normalerweise ist ja Wasserhahn, ne? Ja, klar. Guck mal, was hier noch so steht. More Plastic, so hier. Auf dich, für den Kauf dieser Packung sammeln wir eine Plastikflasche aus der Umwelt ein und schenken ihr ein neues Leben. Danke für deinen wertvollen Beitrag. Ach, das heißt, man tut auch noch was Gutes. Oh, das ist aber interessant. Ich gar nicht gedacht. Sport mal hier, das ist ja so ein Aspirin. Das ist ja spannend. Guck mal. Die Frage ist, jetzt mal ganz ehrlich, wenn man in so ein Ding viel Geschmack reinkriegen könnte, das werden wir gleich sehen, wäre die Frage, ob das auch was für den Gaming-Booster-Markt sein wäre. Mhm. Weil du dann nämlich, die Frage ist ja immer, wegen diesen ganzen Tups und so, ob man das vielleicht auch wegen Verpackungsmüll und so, weißt du? Ob man da vielleicht sowas, Flaschen und so, wie gesagt, ich hätte gerne sowas wie mit Glasflaschen, so hätte ich gern von den anderen Herstellern, hätte ich schon mal gerne. Ich fände das eigentlich ganz geil, wenn man so ein bisschen mehr auf dieses benutzen, eine Sache mehrfach Dinge. Gut, die Shaker haben wir auch, aber wie gesagt, das ist auch Plastik und so. Und Glas ist natürlich auch fürs Gemüt besser. Das ist schön mit so einem Bambus. Ja, das ist absolut. Sehr schön. So, jetzt schütteln wir das mal ein bisschen. Wir gucken, damit wir das schneller auflösen. Das wird schnell fallen. Muss man das denn nochmal schütteln oder? Löst sich halt auf. Ne? Warten, bis das sich aufgelöst hat. Warten. Nee, das Pudel halt noch da unten. Ich glaube, wir haben zu viel jetzt reingemacht. Ich glaube auch. Aber hättest du doch nicht erwartet, dass das so dunkel wird? Nee. Hätte ich niemals gedacht. Ich dachte, das wäre nur so ein bisschen. Aber das ist natürlich wild. Wäre natürlich geil, wenn das jetzt richtig Geschmack hätte. Ne? Wenn das richtig Geschmack hat, sage ich dir, das ist die Zukunft. Absolut, da können wir auch noch einsteigen selber. Wie gesagt, das ist halt von allen Influencer-Girls aber durchgespielt worden. Ja, zum Mitnehmen natürlich die Glasflasche immer heavy, ne? Naja, aber du hast ja hier den Beutel und hast hier so eine Vom Gewicht, meine ich. Ja, was für Handtaschen und so, ist alles. Ach, stimmt, Frauen. Und wie oft nimmst du den Shaker mit? Oft. Diese alle in der City immer rumlaufen mit. Das ist doch Bauchtasche und Shaker. Hoch, runter, laufen sie immer. Wir brauchen noch ein bisschen. Wie lange löst sich das denn auf? Also wie gesagt, das ist jetzt hier einmal so ein... Das war zu viel. Ja, 400 Milliliter. Und das sind ja mehr. Passt schon. Das ist halt was für die Leute mit Zeit. Ne? Ich bin mal ein bisschen gut. Naja, du machst es so, wenn du ins Büro gehst, machst du dir morgens das Fläschchen, dann ziehst du dein Jäckchen an, dann nimmst du das so Lifestyle-mäßig so schön mit, dann bist du im Auto. Hallo. Dann bist du im Auto oder fährst du mit deinem Ford Kia, fährst dann schön zum Büro und bis dahin. Ist ja schon da immer. Stimmt. So, Untersetzer. Auf jeden Fall besser als von Frank Thelen, dieses Unternehmen, wo es ja um Duftwasser geht. Das ist ja noch dämlicher. Wo das oben drin... Ja, wo dann der Duft dir vorspielen soll, wie es schmeckt. Das ist ja richtig dämlich. Aber das ist halt Höhle der Löwenzeug, da kannst du halt nichts von erwarten, ne? Außer Scheiße. Haben wir das gesagt? Klage. Der riecht erstmal noch nach nichts, ne? Schlecht. Prost. Das ist jetzt auch die doppelte Menge. Also mir ist es persönlich zu warm, das Wasser. Und nicht kalt genug so. Schmeckt auch nach Brausetablette. Das ist nicht so geil. Also, muss man wollen, oder? Das muss man wollen. Ich glaube, eine Tablette hat auch gereicht. Ja. Ich finde, es schmeckt schon ziemlich nach Brausetablette. Ist nicht so lecker. Du hast dieses Aspirinartige auf der Zunge von diesem Brausezeug. Ach Mann, schade. Ich weiß nicht, wie das bei den anderen Sorten ist, aber ja. Ich glaube, dieser Grundgeschmack von diesem Brausetablettenzeug, den kriegst du da auch nicht raus. Und geschmacklich ist da natürlich auch nicht viel zu holen. Ja, ich würde sagen, das ging schnell. Da verzichten wir auf weitere Tests.
Schöne Flasche, die kann man auch andersweitig benutzen. Also ich sag mal so, da könnte man theoretisch ja auch seinen Booster reinmachen. Klar. Wie das Fläschchen. Eiswürfel ist aber schon. Ja, außer du kühlst das Wasser vielleicht vor. Ja, gut. Ja. Bin aber ehrlich, das lohnt sich jetzt auch so gar nicht. Weißt du, dann einfach normales Wasser laufen. Genau, also bin ich echt, dann trinke ich lieber Leitungswasser. Ja. Da habe ich mehr von. Außer ich brauche Sprudel, dann packe ich einmal kurz einen Soda-Stream und ist gut. Ja, aber es war ein Versuch wert und schade. Ja, weil ich das Prinzip eigentlich ganz cool finde, aber schmeckt mir zu sehr nach Aspirin. Ich habe da bei Instagram noch ganz andere Sachen gesehen. Auch so Saft. Ist auch alles in so Pappa-Dinger zugeschickt. Ist aber nur Sirup drin. Stellst dir dann da hinten mal so gezeigt und dann zapfst du dir das raus. Dann 0,2 Milliliter Sirup und schüttelst damit Wasser auf. Das werde ich auch noch mal bestellen. Also ganz Juicy Ate, ist irgendwas aus Österreich. Was ich euch aber empfehlen kann, jetzt mal abseits hier von dem Zeug hier, Scheiß. Almdudler hat einen Sirup, was man auch halt für Sprudel nutzen kann. Der ist sehr lecker, weil der schmeckt nach Almdudler richtig. Und es gibt auch Kräuterlimonade von SodaStream selbst oder von irgendeiner Marke. Das ist geil, wenn du auf Almdudler und sowas stehst. Ja. Mögen wir ja, ne? Das ein bisschen im Jägermeister schon. Ja, auch schon lange nicht mal getrunken, Almdudler. Ja, wird mal wieder Zeit. Aber nochmal zurück jetzt, ganz nochmal als Endfazit. Waterdrop. Wollen wir eine Medaille vergeben, ja? Ja, ich würde Bronze. Gold. Bronze. Passend zum Verschluss hier. Ja, also es ist Holz. Ich finde das Prinzip an sich, der Gedanke ist geil, dass man sagt, man hat auch weniger Verbrauch und so, aber wir merken, es ist zu sehr Brausetablette. Ja. Das macht mir leider keinen Spaß. Schmeckt halt auch nach nichts richtig. Flasche ist halt schön. Also da geben sie sich Mühe, und irgendwie eine Story dazu erzählen. Ich weiß, ich denke auch bei vielen Damen ist auch dieses Leichte so ein bisschen was auch okay, gerne. Für uns ist es nichts, deswegen Holz. Gut, haben wir das durch? Schreibt mal in die Kommentare, habt ihr Waterdrop schon probiert? Oder ein Versuch war es wert. Ne? Oder wie ist eure Meinung dazu? Ja, wenn euch das da Video... Da merkst du auch schon wieder diese ganze Influencer-Scheiße. Da wird ja immer irgendeine so viel, Pisse so verkauft. Und dann wird gesagt, wuhu! Also da bin ich jetzt auch mal ehrlich. Ne? Also wenn du dir diese Werbung dazu anguckst und diese ganzen Mutti-Blogger und die ganze Scheiße, die da dieses Dreckzeug in der Kamera halt. Kannst du mir nicht sagen, dass die sagen, oh, endlich ein Geschmack, das schmeckt wie Aspirin. Geil. Also, muss so am Gürtel dran machen. Jo, stimmt. Trägst du an eine Gürtelschnalle? Auf dem Bau. Das ist wieder so ein Zeichen dafür, darf man wieder nichts glauben. Deswegen gibt es uns ja. Wir haben ja diesen ganzen Kanal. Schonungslos auf. Nein, wir haben diesen Kanal gegründet aus folgendem Grunde. Weil wir es immer gesehen haben bei den Gaming-Boostern, dass diese ganzen Leute auch dann bei Twitch immer sagen, boah, beste Sorte ever. Es war noch nie sowas Geiles. Ja. Und da haben wir gesagt, das ist so ein Quatsch. Und da hat man manche Sachen bestellt. Und das war einfach, ich sag nur, Digital Gum. Oder Mango Kusch. Cold Brew Coffee oder keine Ahnung. Also die sitzen da und sagen, oh ey, das Geilste auf der ganzen Welt. Und wenn ihr das immer hört, geht davon aus, deswegen gibt es uns, und wir haben natürlich auch das Prädikat dafür. Ne? Man kommt auf den Discord, um darüber zu diskutieren, und ja, würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche schon wieder. Kommentar, Glocke, Abo, ihr wisst Bescheid. Kommt auf unser Discord zur Pulver Boys Army, den besten Discord-Server weltweit. Wissen wir natürlich Bescheid. Also, bis zur nächsten Woche, bis zum nächsten Mal. Wiederschauen und reinhauen.